Heute im Kochsalon kochen wir nicht, sondern wir mixen Drinks. Und zwar zum Thema Whisky. Bei mir zu Gast ist eine Wiener Barberühmtheit, Roberto. Hi, hallo. Den Nachnamen, hallo, Entschuldigung, lasse ich aus. Ist das okay für dich? Möchtest du ihn sagen? Weil Pavlovich Harviadi. Ihr versteht? Also, Roberto. Roberto war früher Barchef von der Losbar. Ja. Und hat mittlerweile zwei eigene Bars. Ja. In der Wiener Innenstadt. Genau. Wo sind wir da? Die alte Bar ist der alte Standort am Bauernmarkt 11 bis 13. Ja. Und die neue ist in der Jesu-Mirgott-Straße Nummer 7. Wir machen jetzt zwei Whisky-Drinks, was ich super finde, weil wenn ich Whisky trinke, das ist raus, wenn ich Whisky trinke, dann trinke ich es pur. Was machen wir für einen Drink damit? Ich habe mir heute zwei Drinks überlegt, und zwar einen Horses Neck. Das ist ein All Day. Horses Neck? Horses, wie das Pferd. Horses? Ein Pferdenacken. Horses Snack, ihr verstanden? Holsters Snack, nein, der Lieblingssnack. Horses Snack kommt aus den USA. Also wir machen das heute mit einem Bourbon, in dem Fall mit einem Maker's Mark und einem Jim Beam. Double Oak, der ist etwas kräftiger. Der zweite ist dann mein absoluter Favorite, ein Maker's Mark Old Fashioned. Gut. Der kommt aus einer, also der Horses Snack ist ein eher erfrischender Drink, den du den ganzen Tag über trinken kannst. Und besteht eigentlich nur aus Bourbon mit ein paar Tropfen Angostura. Mhm. Angostura wurde von einem holländischen Arzt erfunden als Malaria-Prophylaxe. Was ist da drin? Ein Kräuterextrakt. Gut, also, aber ohne Alkohol? Es ist mit Alkohol. Mit Alkohol. Ja. Und es wird nur tropfenweise als Modifier verwendet. Ganz ehrlich, das riecht wie, kennst du Mariazeller-Tropfen? Ja. Ja, das riecht wie Mariazeller-Tropfen. Ist alles same, same, but different. Aber das heißt, wenn ich keinen Angostura habe, kann ich Mariazeller-Tropfen nehmen für meinen Drink? Selbstverständlich, natürlich. Leicht anders schmecken, aber... Ich nehme die immer, wenn ich mich überessen habe. In Zukunft mache ich meine Drinks damit. Wir fangen jetzt mit dem leichteren an, hast du gesagt? Genau. Und das wäre das Horse Neck. Das wäre der Horse Neck. Pferdenacken, gut. Genau. Wie machen wir das? Das wird einfach nur Jim Beam mit einem Ginger gemischt, okay, mit einer Orangenschale oder Zitronenspirale abgespritzt, also nur das ätherische Öl aus der Schale, zwei, drei Tropfen Angostura, fertig. Gut. Ganz, ganz simpel, kann man ganz easy zu Hause nachmachen. Und ich zeige euch mal, das wie das geht. Das scheitert schon, hat sie gesehen? Also, sie wird Schnuten liegen. Ja, das ist bei ihr meinst du? Man kann mit der Spiritose, mit dem Eis anfangen. Wir werden ein bisschen Bourbon nehmen. Viel Eis. Also vor allem im Sommer ist es ein herrlicher Drink. Braucht man genau einen? Ein paar Tropfen Angostura. Ich habe mir erlaubt, das in eine kleine Flasche abzufüllen. Einfach nach Gefühl 3 bis 4 Tropfen. Und das Ganze werden wir mit Ginger aufgießen. Und dann sind wir schon fertig? Dann sind wir fertig. Das ist herrlich. Kann man irrsinnig angeben mit einem Drink, der ist wirklich ganz schnell fertig. Ja. Das bringe sogar ich zusammen. Muss man das umrühren? Ein bisschen. An sich, die Kohlensäure geht zwar nach unten und hebt das ein bisschen, aber es schadet nicht, wenn man ein-, zweimal mit dem Löffel. Und dann tust du jetzt einfach nur... Einfach nur den Rand abwischen. Wenn du es zum Mund führst, dann riechst du als erstes die ätherischen Öle. Ja, total. Ist ganz stark. Es wäre jetzt ganz viel Zitrone drin. Das trinke ich jetzt. Entschuldigung, ich hätte es mit der Zange machen sollen. Ich finde, ich habe den besten Job der Welt. Cheers. Es ist wahnsinnig gut. Der Whisky bleibt nur hinten, so ganzes rundes Finish. Es ist wirklich gut. Und jetzt machen wir noch den zweiten. Jetzt die Champions League, wie ich sage. Die Champions League, das heißt, es wird ein bisschen aufwendiger. Ich zeige euch jetzt ein ganz, ganz klassisches Rezept, das aus einer Zeit kommt, als der Whisky noch relativ verschmutzt destilliert wurde, weil das Wasser war nicht so sauber, die Destillationsverfahren und so weiter. Also hat man einfach, und das hat die Leute total verrückt gemacht, und es hat auch nicht geschmeckt. Also hat man einfach ein bisschen Zucker dazugegeben, ein Apotheker hat ein bisschen Angostura dazugegeben, irgendwann kamen dann die Zitrusfrüchte in den Wilden Westen, das wurde dann dazu gemischt und es wurde einfach wesentlich süffiger und trinkbarer und man konnte mehr trinken und es hat auch geschmeckt. Und dann waren sie und fröhlicher. Und waren alle happy. Genau. Alle waren glücklich. Genau. Gut, wir wollen auch glücklich sein. Also bitte zeig uns, wie das geht. Also ich fange gerne mit einer Orangenscheibe und einer Kirsche an. Das ist eine Maraschino-Kirsche oder eine ganz normale Cocktail-Kirsche? Nein, das ist eine ganz normale Cocktail-Kirsche, die ihr wirklich in jedem Supermarkt bekommt. Big süß, oder? Ja. Aha, ja, ganz gern. Man kann natürlich Maraschino-Cocktail, also Amarena-Kirschen, was auch immer. Ihr könnt alles verwenden. Ah, die gatschen wir ein bisschen an? Genau. Die Kirsche auch? Die Kirsche mit der Orange. Das kann man machen mit einfach dem Stößel von der Mörser oder so, gell? Genau, oder wenn ihr so einen Löffel habt mit der Rückseite oder mit
dem Griff von einem Nudelholz, also was auch immer ihr findet. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus, wenn du dran riechst. Es riecht super, genau. Ausschauen tut es nicht so prickeln. Achso, weg damit. Deswegen kommt es auch wieder weg. Also aha, wir parfümieren nur das Glas damit. Wahnsinn, ja. Marzipanorange. Perfekt. Ein bisschen Zucker. Ja. Nach Gefühl. Meistens ein Löffel und noch eine kleine Spitze. Und ein paar Tropfen Angostura wieder. Gut. Ja, jetzt rieche ich noch einmal. Es wird schon komplexer, tiefer, ja, fast weihnachtlich. Man riecht jetzt ganz stark den Angostura natürlich. Genau. Ja. Und jetzt kommt unser Maker's Mark ins Spiel. Okay. Der wird das Ganze verbinden. Das ist so ein sehr leicht zu verstehender Whisky. Ich kenne den, der ist weich, der ist sehr leicht irgendwie. Perfekt. Ein Einsteiger-Whisky kann absolut, man fast sagen, absolut, oder? Man sagt eigentlich, ich bezeichne ihn gerne als das Weißbrot der Whiskys, weil er einfach mild, gefällig und du, ja, kannst einfach gefällig, jede Menge davon trinken. Aha, ist sehr gefällig, ja. Wenn man nicht weiß, wie viel, einfach probieren, immer wieder probieren und probieren. Als Hilfe kann man sich auch so etwas zulegen. Also einen wie viel ist das dann? Das sind 2 und 4 cl. Gut. Und du nimmst jetzt? Ich nehme 6 cl immer, weil ich einfach sicher ist sicher. Weil ich es mir wert bin. Weil ich es mir wert bin und weil ich auch die beide Seiten dann benutzen kann, irgendwie, keine Ahnung, das ist so eine Sache. Weil die eine Seite traurig ist, wenn du die andere drankommst. Absolut, also ihr seht, hinter jedem Drink stecken auch gute Geschichten und so, okay, eine gute Geschichte ist es wert, ausgeschmückt zu werden. Genau. Wir werden das jetzt ein bisschen um. Genau. Muss ich der Zucker jetzt ganz auflösen? Nein, kann man natürlich, aber ich persönlich bevorzuge es so, ich rühre ein paar Mal um. Ja. Ja. Weil ich am Ende dieses Knusprige ganz gerne habe. Die letzten, okay, 2 Schluck bei dem Drink sind immer die besten für mich. Weil man den Zucker crunchert. Genau, und die Aromen verbinden sich dann unten noch. Also man lässt es kurz stehen. Also was man auf jeden Fall braucht, wenn man Drinks mixen will, ist viel Eis. Genau. Also einfach so 2-3 Eiswürfel vorne, ja, zu Hause. Ein kleiner Schuss Sodawasser. Ja. Wenn man nicht weiß, wie viel, könnte man das wieder nehmen. 2 cl reicht vollkommen. 6 cl Whisky, 2 cl Sodawasser. Amen. Leicht und kurz verrühren. Ja. Ja. Und das Ganze wird dann mit einer Orangenschale wieder abgespritzt. Also im Prinzip, das ist der klassische Old Fashion, so sieht er aus. Ja. Es ist der einzige Drink, den wir bei uns in der Bar machen, wo normalerweise fragen wir den Gast oder wir sagen dazu, wenn es ihnen nicht schmeckt, geben sie es uns zurück. Ja. Wir laden sie auf was anderes ein. Das ist der einzige Drink, den man bis zum Ende trinken muss. Weil der Zucker und der Angostura, das setzt sich wieder alles. Und deswegen sind die letzten 2 Schluck die besten. Also man sollte es zügig trinken. Ich überlasse dir den ersten Schluck. Er ist sehr geschäftstüchtig, der Roberto. Zügig trinken, bis zum Schluss austrinken, am besten noch einen oder zwei nachtrinken. Perfekt. Also nach dem zweiten ist sowieso. Boah, das riecht so gut. Ja. Es hat doch diese herben Noten vom, mhm, Angostura. Das Angostura und die Orange, die harmonieren einfach perfekt mit dem Baum. Also ich liebe das. Also. Ja. Kann was, aber, ja, man schmeckt natürlich in Whisky raus. Das ist, absolut, ja auch Sinn und Zweck der, absolut, Sache. Roberto, ja, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wenn ihr das auch machen wollt, geht's zum Roberto in die Bars. Danke. Im ersten Bezirk. Wenn ihr in anderen Gegenden wohnt, findet ihr sicher auch eine Bar eures Vertrauens, wo ihr diese herrlichen Whisky-Sorten habt. Und bestellt einmal einen Old Fashioned. Ich kann es nur empfehlen. Cheers. Vielen Dank, Martina. Cheers.